Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Multiplayer-Projekt mit Maurice Hallöle. Hallöchen, ja, ich bin in der Zeit zwischendurch mal am Handy am Schreiben hier. Ganz wichtige soziale Kontakte nennt man das. Habe ich nicht, also brauche ich es auch nicht pflegen. Naja, auf jeden Fall schreibe ich immer mal so mit ein paar wichtigen Leuten. Also nicht jetzt hier denken, ja, ich habe da irgendwas wieder am Laufen. Nein, es läuft nicht so. Bleib Sicher, beruhigt. du hast ja nur drei Sachen am Laufen. Drei? Und drei Weiber. Also da möchte ich jetzt mal bitte aufgeklärt werden, wo da bitte noch drei Sachen laufen würden. Drei Weiber hast du da am Start. Die hätte ich jetzt gerne auch mal von dir aufgezählt. Also wenn du jetzt Sarah, mir... Nein. Sophie. Nein. Scheiße, Namen, dritten Namen vergessen. Ach, scheiße, ja? Sandra? Nee. Nein. Also scheißegal, ey. Jetzt über das Mädchenname mal durch, bis irgendwann mal der passende Name kommt. Suse, Sabine. Nein. Ja, boah, ist mir scheißegal, ey. Ja, siehst du, also. Mich juckt es einfach auch nicht mehr, weil sie mich alle auch am Arsch lecken können. Schnauze voll jetzt, ey. Soll ich sie sagen, der Name von der dritten? Ja. Nina. Ach, genau. Hätte Also läuft ich. auch nichts mehr, weil die auch ihren Ex-Freund wieder hat. Und jetzt habe ich wohl gehört, dass es läuft da wohl auch nicht mehr zwischen denen. Deswegen habe ich auch keine Freunde. Ganz im Ernst, den Stress tue ich mir nicht an. Ja, ich habe auch die Schnauze voll. Und jetzt kommt sie an und will meinen Freund, von dem ich die Nummer habe, von ihr, da wieder irgendwie was starten. Ich bin, was kommt. Du hast echt Probleme ab und zu, oder? Der Beziehungsratgeber. Ja, ich sag's dir, Alter, ich könnte hier so ein Dings werden, könnte ich ja Geld für verlangen. Ja, sicher so. Naja, erstmal mal um sie Teile bestaunen, mal ihren. Erstmal noch eine Schraube mehr schnallen für eine Tachoscheibe. Muss ja nicht War, mit. es war, un, es war ein unfairer Tausch, aber ich habe wenigstens eine Schraube. Und dann kann ich dieses scheiß Ding hier immer festmachen. Wirst Weil aber normale irgendeine scheiß Tachos sind Schraube mit so Fehlern reinkriegen, auch oder? mal gefüllt, 7 Schrauben. Aber sind so speziell mit Fehlern und sowas. Also Ach du Heimatland. nix mal eben für mal zwischendurch austauschen oder so. Ja, hast recht, das ist ein bisschen schwierig bei denen. Also das sind so spezielle Schrauben. Ich wollte nur mal zum Baumarkt, habe ich letztens vergessen mitzunehmen oder nachzufragen. Hallo Antivirus, du kannst mich mal. Will am PC neu starten? Kenne ich. Nee, er wollte es nur mal durchsuchen, ob da irgendwelche Schwachschaften Dateien da machen sind. Aber nicht jetzt hier in der Aufnahme. Das ist Kacke. Müssen wir jetzt hier mal hier im Bildschirm springen, dass er da irgendwas gefunden hat. Weiß ich selber. Haufenweise Viren. Ja, genau so. Und dann 10 Sekunden später, tötö, abgebaut. Habe ich das letzte Mal mein Virenprogramm durchlaufen lassen, müsste Sonntag gewesen sein. Mann, ich muss hier. Ich lasse es regelmäßig durchlaufen. Na gut, soll man ja auch machen. Oh, war 5 wieder. Du hast echt Beziehungsstress, ey. Meine Fresse, ja, ey. Ja, voll Beziehung, Marc. Es ist halt einfach keine Beziehung. Es ist einfach Ja. nur, dass wir uns schreiben. Mein Gott, es ist alles halb so wild. Sicher? Muss gerade noch Bilder von der Eisenbahn wieder machen. Ein bisschen noch ein Video. Ey, ich weiß nicht, was das alles machen soll, Leute. Es Vergesst stresst nicht, mich. Twice Fusion mir noch zu schicken. Ja, muss ich auch gerne nochmal. Ich weiß echt nicht, wo vorne und hinten nichts machen soll, alle. Eskodieren kannst du ja gleich machen, indem du Englisch machst. Nee, dann mache ich jetzt mal oben das Video. Erstmal, um alle auf den neuesten Stand bringen. Oh. Das Video leitet dann aber erst zum Wochenende. Reicht dann nicht mehr heute alles. Guck mal, den Fendt bringe ich dir sogar schon wieder. Ja, schön. Jetzt mit Fendt, du kannst ja auch mal lieber mal was schnappen hier. Ja, ich schnapp jetzt im Mischwagen. Ja, das sind noch viel bessere Ideen gemacht. Boah, du hast einmal eine richtig gute Idee in deinem Leben. Junge, hat mir Gott nicht bei dir irgendwas falsch gemacht, dass du das jetzt die erste gute Idee hast? Ich doch, Alter. Immer.
Ich zeig dir gleich, wo die guten Ideen sind. Für mich auch. So, ich hab dich auch lieb. Oder wie sagt, Frau Kuss. Nee, nein. Nein, ja, wer sagt das denn immer? Jesu? Nein, der hat's nicht gesagt. Sicherlich? Wo ist denn hier jetzt Futter? Ich komm mir nicht vor. Die Tiere brauchen nur Gras, also brauche ich nur ein Schneidwerk. Und den Sammelwagen. Obwohl, im Sammelwagen könnte sogar noch Gras drin sein. Hoffe ich. Hast du ja ein Bett leer gemacht letzte Mal. Hey, ist sogar noch Gras drin, wie geil. Ja, wir hatten da noch was drin gehabt. Ja, ich sehe es gerade. Rasch gehen wollte. Ich gucke, ob du überhaupt abladen kannst nachher. Bin mal gespannt. Ja, ich, der Anhänger ist voll. Ich brauche nur noch reinfahren. Ja, also abladen Gras kann ich. Gut, sogar den Rest wahrscheinlich auch abladen. Oder? Jetzt kann ich nicht mehr abladen. Ist echt eine Plage. Na, oh, na, der Zaun-Call, bitte nicht, bitte nicht. Spring mal einmal in den Fendt rein und versuch mal abzuladen. Fendt ist wo? In der Halle. Ach, sicher. Da hängt der Wagen dran. Nee, geht nicht. Kannst du auch nicht? Gut. Ist denn der verkackte Dingsbumsteil hingekommen? Ach da. Ach ja, ich weiß es. Och nö. So mit deinem Spielzeug Weidemann hier mal ein bisschen. Oh, ich dachte schon. Was? Oh! Ich will der Scheiß. Oh, jetzt geht eh dann auf den Piss. Und wart! So. Das Ding ist schon wieder gerettet. Jetzt werden wir nochmal ein bisschen Fett wiederholen. Und wenn wir jetzt erstmal da drin sauber machen und dann fahren wir da nochmal durch, vielleicht klappt es ja dann. Nein, nicht einschlagen. Heute ist echt der Wurm drin. Und mir leuchtet. Oh, was hatte. Oh. Meine Fresse, ey. Ja, sicher Mails, Lehrfeld geben, bin ich Ficker, ey. So, da sind wir jetzt endlich raus und jetzt packen wir den Scheiß da endlich mal vernünftig ein. Jetzt. Denn dahin, jetzt werde ich Schippe da dran machen und beim Zauber machen.
Bin auch wieder da. Mhm. Ja, das liegt. Boah, jetzt fehl ich nicht. Ah, scheiße, ich habe schon übersprungen. Ah, dafür ist das auch gut. So, ich habe bei der Schippe gerettet, die ich letztes Mal verdammt hingestellt habe. Also unsere Fliegel sauber macht Schippe. Hallo? Heute ist echt hier bei uns der Wurm drin, ey. Meine Frisere. So, jetzt warte, ich mache jetzt das mal richtig lauter. Solange ich das nicht höre, ist mir egal. Boah, jetzt kommen richtig geil. So schön still hier, aber richtig geil Musik. Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das nicht höre. Besser nicht. Nicht, dass du nur unter Naturschutz fällst. Was? Unter Naturschutz? Ja, Gänsehaut. Das ist absolute Scheiße. Gänsehaut. Tierschutz. Auf der da. So, nicht. Oh, ja, richtig fett mit Wasser. Das ist noch besser, das Lied. Kenne ich. Übrigens mein Trepper, genau. Mein Trecker leuchtet auch schon ein bisschen. Oh. Auch nochmal 84 Liter drin. Noch gar mal tanken. Mach das. Gegen den Baum. Die Schippe im Boden gebackt, der ist schon Wahnsinn. Na los, um jetzt hau ab da Schippe. Das ist ein Wahnsinn, Leute. Kann mir meiner sagen, warum wir heute so ein mega Glück haben, ey? Ach ne, da kommt ja mit die Schippe, macht ja Mist. Ich hab's begriffen, Mann. Na, jetzt mal Musik habe ich auf volle Pulle und die Spiellautstärke auf komplett Polizei. Richtig, richtig schön laut Musik. Schön, solange du mich noch hörst, ist alles gut. Ich höre dich noch, leider. Geh doch einfach. Nö. Den Gefallen tust du mir nicht, ich weiß. Ja, ne? Nein, nicht auskippen, nur Lappen. Morgen ist Freitag, Wochenende. Jo. Boah, morgen Parkour Running, ey. Oh. Was morgen? Was mit Parkour? So. Ja, so nennt man das. Hallo, hatten wir schon 3 Wochen nicht mehr. Ja, das ist schade, dass es nur 3 Wochen sind und nicht ein ganzes Jahr oder so. Nein, bitte! Boah, gerade zu dem Stein ausgewichen.
du, wir sind fertig. Du darfst abmoderieren. Hey, ja, das war's auch mit der nächsten Folge von LS im Multiplayer-Projekt zu meinen Vollidioten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, abonniert unseren Kanal, schaut auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung vorbei. Findet ihr alle wichtigen Links zu unserem Kanal und alles andere. Ich sage, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.